So, wir kommen zurück zum Science Slam hier. Zu einem weiteren Teilnehmer kommen wir. Studiert an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel, Institut Visuelle Kommunikation. Diplom-Designer, Master of Arts in Design und Kommunikationsstrategien, Hochschule Augsburg. Zurzeit Master Visuelle Kommunikation und Bildforschung, Masterarbeit. Du, Mama Mia, also ihr Studierten, du, was ihr immer für das Unglaubliche. Wahnsinn. Bei mir ist das einfach Ausbildung an der Schauspielschule. Fertig, aus, so. Rhythmusforschung, ja genau. Masterarbeit in Rhythmusforschung in Auditiven und Visuellen. Ja, im Auditiven und Visuellen. Sänger der Band Chromatic Black. Das Thema ist, was muss gegeben sein, dass es zur Erscheinung Rhythmus kommt? Erwartung, Ordnung, Rhythmus. Titel: Rhythmus fühlen statt Ordnung erkennen. Bitte, Bühne frei für Daniel R. Müller! Ja, guten Abend. Ich freue mich schrecklich, Ihnen was über Rhythmus zu erzählen. Danke für die nette Ankündigung. Wenn wir an Rhythmus denken, denken wir an allererstes an sowas. Und auch die Rhythmusforschung hat sich eigentlich bis dahin eigentlich nur mit der Musikwissenschaft auseinandergesetzt und nur mit auditiven Signalen. Aber wie wir jetzt hier gerade schon eindeutig gesehen haben, Rhythmus kann man natürlich mit allen Sinnen erfahren. Auch bei der schönsten Sache der Welt zum Beispiel, haptischer Rhythmus. Was mich dabei eigentlich besonders interessiert, ist auditiver Rhythmus. Und in Kombination mit visuellem Rhythmus. Weil natürlich können wir Rhythmus auch visuell wahrnehmen. Funktioniert anscheinend auch bei Ihnen schon. Gut. Und die Kombination hat mich dann besonders interessiert, da auch als Musiker. Was passiert eigentlich, wenn ich verschiedene Rhythmen, verschiedene Sinne, verschiedene Rhythmen gleichzeitig unseren Körper treffen sozusagen? Als ganz, ganz kleines Beispiel nur, wie man sich sowas anschaut, damit es auch ein bisschen wissenschaftlich ausschaut, nicht so Fotos, sondern nur Farbflächen. Und natürlich, die Problematik ist immer, was uns eigentlich auch als Gestalter immer vorgeworfen wird, ja, was kann man sich da überhaupt anschauen, weil Rhythmus muss ja erlebt werden. Rhythmus, genauso wie Liebe, wir können es theoretisch eigentlich nie komplett fassen, denn Rhythmus ist eine Erscheinung. Subjektiv und individuell, genauso wie Schönheit, eine ästhetische Erscheinung, die uns gefällt. Was mir aber heute schmeckt, muss mir nicht morgen schmecken und muss schon gar nicht irgendeiner anderen Person schmecken. Wenn ich heute in der Disco bin, gefällt mir die Musik und ich habe ein rhythmisches, großes Erlebnis am nächsten Tag, wenn ich verkatert bin, ist die gleiche Musik einfach nicht mehr das Gleiche für mich. Und da ist natürlich die große Herausforderung, wenn es nur eine Erscheinung ist, man kann auch sagen, wie wir jetzt gerade gehört haben, eine Erscheinung kann man sich zum Beispiel auch nie mit Geld kaufen. Was können wir dann zum Beispiel objektiv daran feststellen? Und deshalb will ich jetzt mit Ihnen versuchen, was muss überhaupt gegeben sein, dass es zur ästhetischen Erfahrung kommt von Rhythmus. Und da schauen wir mal ganz kurz in die Vergangenheit. Der Mensch kennt seit Ewigzeiten Rhythmus, der Rhythmus in der Natur. Und was ist es eigentlich? Also eigentlich erkennt man, wie hier beim EKG, wir erkennen einfach eine Wiederholung von etwas. Ob das jetzt zum Beispiel ein Bakterium im Darm ist, das sich alle 3 Tage teilt, oder wie wir heute auch schon im Gehirn gehört haben, dass das in bestimmten Frequenzen feuert. Oder in 24 Stunden geht die Sonne einmal auf und einmal unter. Wenn wir uns jetzt anschauen, was bedeutet das? Wir erkennen eigentlich immer eine gewisse Regelmäßigkeit. Ah, da kommt das Teil ganz hoch und dann irgendwann kommt das Teil wieder ganz hoch und dann, ah, okay, dann können wir das messen. Und eine Regelmäßigkeit können wir immer in ein Regelwerk fassen. Und das ist gleichbedeutend mit einer Ordnung. Und eine Ordnung führt immer zu Erwartungen. Ganz wichtig jetzt zu merken, dass jeder Rhythmus beruht immer auf einer Ordnung. Und das kann man auf alles anwenden, auch gesellschaftlich. Wenn ich jetzt hier ins Publikum schaue, ist jeder angezogen, keiner ist nackt. Wir haben nämlich einfach in unserer Gesellschaft, okay, wir wollen die Regel haben, wenn wir aus dem Haus gehen, ziehen wir uns was an. Das ist unsere Ordnung. Wir stehen auf Ordnungen, das gibt uns Sicherheit. Wenn ich jetzt nackt auf die Bühne gekommen wäre, hätte ich bestimmt einen Erwartungsbruch erreicht, weil ich mit dieser Ordnung gebrochen hätte. Bei Erwartungen ist immer ganz wichtig zu merken und ganz interessant, eigentlich fallen sie uns erst auf, wenn sie gebrochen werden. Unsere Sonne, wenn die morgen nicht mehr aufgeht, werden wir eigentlich erst feststellen, wie stark wir erwartet haben, dass sie aufgeht. Und jetzt wollen wir uns mal genauer die Ordnung anschauen, weil das ist eigentlich das, was wir uns objektiv beim Rhythmus anschauen können.
Was muss gegeben sein, dass wir überhaupt was in Ordnung bringen können? Und zwar, wir brauchen mindestens zwei verschiedene Signale. Ob das Ruhe und dann ein Signal ist, ist es vollkommen egal. Und der Crucial Point sozusagen ist eigentlich der Übergang zwischen zwei Signalen. Sobald wir zwei Signale haben, können wir die in Ordnung bringen und dann merken wir eine Veränderung. Und sobald wir eine Veränderung wahrnehmen, merken wir immer, dass Zeit vergeht. Das ist auch vollkommen egal, welcher Sinn das wahrnimmt, aber dann wird einem immer bewusst, ah, okay, jetzt ist Zeit vergangen. Und Rhythmus, auch wichtig zu merken, ist immer zeitbasiert. Gut, ich hätte nie gedacht, dass ich mich so viel mit Ordnungen beschäftige. Jetzt wollen wir mal anschauen, was überhaupt die höchste Ordnung ist. Wir sagen, okay, wir brauchen mindestens zwei Signale, das kann auch zum Beispiel Pause und Signal sein und die bringen wir einfach in die strengste Ordnung. Die höchst qualitative Ordnung ist bestimmt durch die Einfachheit und die Klarheit ihrer Regel, die vollkommene Regelmäßigkeit. Und ich muss zugeben, in der visuellen Kommunikation, ich zeige Ihnen das ja auch visuell hier und jetzt räumlich, das ist ja nicht zeitlich, aber wir tun uns eigentlich viel, viel einfacher, wenn wir das auditiv erleben können. Und deshalb werde ich Ihnen das auch jetzt vorspielen und die höchste Ordnung hören Sie jetzt. Gut, ich glaube, Sie werden mir recht geben, höchste Ordnung nicht gleich höchster Rhythmus. Okay, also eine höchste Ordnung vermittelt uns Sicherheit, wir haben die höchste Erwartung und wenn wir eine zu hohe Erwartung haben, ist es nichts anderes als saulangweilig. Wir sind zwar, wie gesagt, extrem sicherheitsverliebt, aber wir suchen auch immer nach dem Abenteuer. Und jeder wird mir recht geben, ohne eine Veränderung, ohne eine gewisse Varianz gibt es keine Evolution, gibt es keinen Fortschritt. Also benötigen wir etwas Varianz, um rhythmisch zu wirken. Gut, fangen wir mal einfach ganz einfach an. Ich lasse mal jeden vierten Schlag weg. Jetzt haben wir drei verschiedene Signale. Eine längere Pause, eine kürzere Pause und ein Signal. Klingt dann so. Macht vielleicht schon ein bisschen mehr Spaß, wird aber auch relativ schnell langweilig. Gut, gebe ich zu. Aber visuell, wer das jetzt erkennt, was das ist, geht sehr viel zum Fußball, aber er wird es wahrscheinlich trotzdem nicht erkennen. Wir tauschen jetzt nur ein bisschen diese Pausen rum. Die Varianz, wir haben immer noch drei Signale nur. Und damit können Sie ganze Stadien rocken. Und er hat es erkannt. Also eigentlich Applaus für hier. Ein Musiker wohl. Gut, wir können natürlich nicht nur die Pausen variieren, wir können natürlich auch den Signalcharakter ändern. Das passiert in der Musik zum Beispiel ganz, ganz stark durch Betonungen. Also, nochmal. Und so weiter und so fort. Die Fußballfans freuen sich schon. Gut, jetzt müssen wir das aber weiter treiben natürlich. Also ich bin jetzt noch nicht irgendwie beim Free Jazz angekommen. Ich versuche das jetzt gar nicht so einfach Chaos zu spielen, also ich packe da jetzt immer mehr Varianz rein, fang mal mit relativ noch simpel an und dann versuche ich einfach mal es so hinzubekommen, dass es Ihnen nicht mehr gefällt, weil Sie überhaupt nicht mehr wissen, was ich mache. Gut. Gut. Höchste Konzentration dafür. Und dass es wieder ein bisschen wissenschaftlicher ausschaut, können wir das natürlich jetzt super zusammenfassen. Also wir merken uns, umso mehr Varianz wir reinpacken, umso mehr kommen wir zum Chaos. Chaos ist der Zustand reiner Entropie, physikalisch ausgedrückt. Das heißt, wir können überhaupt nichts vorhersagen. Kleine Teilchen, wir haben keine Ahnung, wo die hinwollen. Andererseits können wir andersrum sagen, okay, in Richtung Leere, das wäre der Zustand, wie ich am Anfang gesagt habe, dass wir nur ein Signal haben. Und ein Signal ist wirklich kein Signal. Also ob ich nur ein durchgehendes Signal habe oder nur Stille, ist immer vollkommen egal. Und dafür steigt da unsere Erwartung. Das kann man sich zum Beispiel auch überlegen, ja, mehr Ordnung, wenn man da zum Beispiel dann das Marschieren von Soldaten, das ist Sicherheit und viel Ordnung und dann halt sowas wie freier Tanz oder sowas. Gut. Und da in der Mitte, irgendwo, steckt unsere rhythmische Ordnung, die wir als rhythmisch, als angenehm empfinden. Jetzt ist natürlich mein Problem,
Ich habe gesagt, das richtige Maß an Ordnung generiert und bricht Erwartungen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und Rhythmus ist sozusagen das Spiel mit unseren Erwartungen. Das Problem liegt jetzt in dem kleinen Wort unseren. Denn ich habe gesagt, Rhythmus muss erlebt werden. Das heißt, die Ordnung, die ich Ihnen hier anbiete, müssen Sie natürlich irgendwie verarbeiten und überhaupt als Subjekt auch wieder als Rhythmus wahrnehmen. Und deshalb kommen wir jetzt zum Subjekt. Und da wird es immer dann ein bisschen schwierig und dann wird uns immer vorgeworfen, ja, das ist ja nur Behauptung und sowas. Aber man kann sich das natürlich immer noch zusammenfassend sagen, der Rezipient, also das sind jetzt in dem Fall Sie, muss mit der Ordnung vertraut sein. Das hat schon mal, glaube ich, ganz gut funktioniert. Den Fußballrhythmus, den kennen Sie alle. Das ist ja nur eine ganz komische Kombination von Pausen und Nichtpausen, aber das gefällt Ihnen gleich unglaublich gut, weil eigentlich gefällt Ihnen immer das, was Sie kennen. Also das ist auch so, wenn Sie das... Wenn man das aus dem Designstudium mit rausnimmt, dass man eigentlich die Leute das gefällt, was sie schon kennen, dann macht man Werbung danach, weil, und im anderen Fall macht man wahrscheinlich mehr Kunst. Gut, und das Zweite, und das macht eigentlich das Mystische im Rhythmus für mich wirklich aus, ist, jegliche Fokussierung auf diese Ordnung müssen Sie vermeiden. Das heißt, man kennt es als Musiker, umso mehr ich mich konzentriere, die Ordnung zu halten, umso schlechter werde ich spielen. Jimi Hendrix wird sich bestimmt nicht wirklich an seine Ordnung halten wollen, aber er war rhythmisch genial. Und da hat sich der Mensch natürlich Sachen einfallen lassen, um Ordnungen zu vergessen. Drogenkonsum, Alkohol, gleichzeitig vielleicht tanzen und andere Sinne beeinflussen. Und dann funktioniert es nämlich super. Also Sie dürfen sich nur nicht auf die Ordnung konzentrieren. Und wenn Sie zum Beispiel mal in München, wo ich beheimatet war, längere Zeit da auf das Oktoberfest sehen, dann sehen Sie, wie super das funktioniert. Die Musik ist total simpel, eine stupide Ordnung. Die Leute kennen aber die Lieder in- und auswendig, sind sau besoffen, sind sau viele, tanzen dabei auch noch und haben deshalb ein riesiges rhythmisches Gefühl. Und wenn man das zusammennimmt, werden Sie Rhythmus fühlen statt Ordnung erkennen. Und jetzt noch eine einzige Bitte, jetzt haben Sie, durften Sie hier sitzen und meine Ordnung akzeptieren oder auch nicht. Jetzt würde ich mich darüber freuen, wenn Sie meinen Applaus auch mehr Rhythmus reinbauen und nicht nur so machen, sondern ein bisschen mehr Varianz.